In einer Privatschule, die in Sachsen-Anhalt steht, gibt es zwei besondere Schüler. Einmal die reiche Isabelle und der schüchterne Tobias. Schaut euch mal den Tobias an. Der hat schon wieder eine Hose aus Kick an. Das ist so typisch für Tobias. Wir tragen Markenklamotten. Wir geben halt nicht so viel Geld dafür aus. Die Mathearbeit war ja so einfach, vor allem Aufgabe 3c. Rechne doch mal aus, wie viel Prozent der Schüler so welche Hosen anhaben wie du. Kleiner Tipp, keiner, nur du. Es kommt halt nicht auf das Äußere an. Den hast du's aber gezeigt. So ein arrogantes Püppchen. In der Schule zählt nicht das, was man anhat, sondern das, was man im Kopf hat. Ignoriere sie, lass dich nicht ärgern. Der Unterricht beginnt. Attacke! Was geht denn hier ab? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eure Klassenarbeiten kontrolliert. Isabel, du hast die 6 geschrieben, dadurch bist du versetzungsgefährdet. Mathe ist aber so kompliziert. Isabel, du musst dich verbessern. Frag doch mal, ob dir jemand Nachhilfe gibt. Ja, okay, mach ich. Der Unterricht ist vorbei. Alle gehen nach Hause oder zum Bus. Hi, Elisabeth. Möchtest du mir helfen? Wobei denn? Bei Mathe. Da brauche ich Nachhilfe. Sonst bleibe ich sitzen. Nein, Entschuldigung. Ich muss noch mein Zimmer aufräumen. Ah, okay. Dann halt nicht. Hey, Tina, möchtest du mir helfen? Mit was denn? Na, mit Mathe, also Nachhilfe. Sorry, muss noch zum Ballett. Hä? Du gehst doch gar nicht zu Ballett. Na, dann halt nicht. Aber sie bekam immer die gleiche Antwort. Nein, ich habe keine Zeit, ich muss noch zu Hause helfen. Ich habe gehört, dass du gut in Mathe bist. Könntest du mir Nachhilfe geben? Ja, okay. Wann wollen wir anfangen? Du sagst ja? Auch nach dem, was ich zu dir gesagt habe? Ja, ich war schon auf 2 anderen Schulen. Da haben die auch sowas gesagt. Man gewöhnt sich dran. Oh, das tut mir leid. Warum hast du so oft gewechselt? Meine Eltern haben den Arbeitsplatz sehr oft gewechselt. Ach so. Wollen wir morgen anfangen? Ja, na klar. In der 7. Stunde? Ja, okay. Bis morgen. Der nächste Tag, die Schule ist vorbei. Hi Tobias, wo wollen wir hin? Am besten in den Mathe-Raum. Es ist eine halbe Stunde vergangen. Ich habe einen kleinen Tipp für dich, damit du echte Freunde findest. Und welchen? Man sollte nicht aufs Äußere achten. Der eigentliche Glanz kommt von innen. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie man echte Freunde finden kann. Hast du noch mehr Tipps? Ja klar, aber jetzt ist die Stunde vorbei. Ich kann dir morgen wieder Tipps geben. Danke, dann bis morgen. Bis morgen. Isabel und Tobias spenden Sachen an das Kinderheim und sie mögen sich jetzt viel mehr. Sie gehen gemeinsam essen. Sie gehen noch ins Kino. Sie treffen sich in der Schule und reden über Mathe. Isabel war dann gut in Mathe. Sie schreiben die 2. Klassenarbeit in diesem Jahr und Isabel bekommt eine 2. Die Lehrerin lobt sie.